Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Breathage. So, dann wollen wir uns jetzt hier mal draußen noch mal ein bisschen weiter umgucken. Ich wollte sowieso noch mal gucken hier. Sauerstoff, naja gut. Ich würde jetzt mal gucken, dass wir jetzt... eigentlich zu dem Brand da hinten, ne? Oder? Na komm, wir haben ja jetzt hier unser Dings aufgesetzt. Dass ich jetzt hier einfach mal kurz dran vorbeigleite. Und guck, dass ich mir dann da hinten, wenn das dann halt nötig ist, das nächste aufstelle. Das kann ich mir eigentlich auch schon mal in die Leiste schmeißen. Damit wir so ein bisschen, naja, Fläche abdecken können, wo wir uns dann auch mal zwischendrin Sauerstoff holen können. Immer nach und nach hier weiter erkunden. Das einzige Problem, was ich hier habe, ist, wir sind halt relativ langsam unterwegs. Momentan so das einzige Problem. Hier gibt es eigentlich auch nochmal gut Essen. Hier liegt eigentlich gut was rum. There should have been a joke about fat people here, but it didn't fit into the screen's text field. Okay. Hier liegt eigentlich auch gut was rum. Hier könnte man eigentlich so ein Zwischending hinsetzen, oder? So, einmal zack. Damit wir uns dann hier auch ein bisschen umgucken können. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen was holen können. Schauen wir mal. Ich nehme mal kurz hier noch mal den handlichen Schaber rein. Kloppen auf den Container mal ein bisschen rum. Sauerstoffkerzen. Oh, sehr schön. So, das nehmen wir auch alles mit. Erstmal Ressourcen reinsammeln hier. Essen, Essen, Essen. Wunderbar. Okay. Beschleuniger. Okay. Er wollte halt noch seinen Burrito haben, aber er hing da halt leider fest. So, hier haben wir jetzt nochmal Wasserflaschen ohne Ende. Können jetzt hier nochmal Schrott mitnehmen. Nicht abhauen, nicht abhauen. So. Ja, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Das wissen wir ja schon. So, einmal auffüllen. Das Inventar, wir können hier eigentlich noch ein bisschen durch die Gegend flipsen. Aber ich glaube, ich sollte mir dann gleich einen neuen wieder basteln und so. Ach, da unten ist auch ordentlich was. Da kann ich ja auch nochmal hinflitzen. Also hier die sämtlichen Müll zu durchwühlen. Vielleicht auch mal was Neues zu finden, das wird schon... The shuttle was flooded with paint during the crash. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. Okay. The safe is private property, and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Breath Edge Global Funeral Agency. We care about your reputation. Netzhautscanner, ja. Ich brauche also irgendwo ein Auge her, ne? Um hier was weiterzumachen. Ah, aber sonst sehe ich jetzt hier auch nichts. Gut, ich gehe erstmal wieder nach oben, hol mir erstmal wieder ein bisschen Sauerstoff. Besser ist es, ich will die Kerzen noch nicht verwenden. Ja, ich weiß, ist noch nicht unbegrenzt. Ich hole mir gleich Neues. Ich bin gleich da. Na, ich glaube, ich sollte mir hier nochmal eine Station holen. Das heißt, jetzt flitzen wir erstmal wieder nach Richtung Heimat. Können ja eigentlich auch quer hier mal durch. Könnten da hinten dann auch nochmal gucken gehen. Es gibt halt zu viel zu gucken, was wir hier
haben und was wir nicht haben. Vielleicht überall, wo es ein bisschen interessanter aussieht, einfach mal eine Sauerstoffpumpe hinsetzen. Aber so weit kommen wir jetzt momentan auch noch gar nicht weg hier. So, wie war denn das jetzt hier eigentlich mit... Ja, wir können das Ding jetzt zerlegen, oder? Das wurde ja mit dem Sauerstoff gefüllt. Oder mit den Kerzen gefüllt. Naja, mal gucken. Ich meine, das wird mit den... Neue Ausrüstung. Beschleuniger. Eine komplexe Vorrichtung zur Ausgabe angesammelter Gase, um den Körper in der Schwerelosigkeit zu beschleunigen. Ungünstig bei Verwendung auf gesunden Magen. Aha. Gelbliches Wasser. Schwarmarama. Okay. Bis vor kurzem lief sie herum und nagte an der Verkabelung. Na, veredeltes Metall müssten wir ja eigentlich nochmal hinkriegen. Und gelbliches Wasser dürften wir eigentlich auch noch da haben. Das brauche ich noch nicht mal rausnehmen. Nein. Nein. Auch nicht. Dann war das hier hinten. Ja. So, gelbliches Wasser haben wir auch. Denn Ausrüstung... Na, dann wollen wir mal gucken. 25er Beschleunigung. Lädt sich auf jeden Fall auf. Jetzt will ich das mal kurz ausprobieren, bevor ich jetzt hier irgendwas weitermache. Ah, oh cool. So kommen wir natürlich deutlich weiter weg. Und es lädt sich auch vollautomatisch auf. Optimal. Wird halt mit Gasen hergestellt, ne? So, ansonsten haben wir ja jetzt hier nichts mehr. Ich muss jetzt nochmal gucken, was brauchte ich jetzt nochmal für Sauerstoffkerze, dickes Isolierband und Aluminium. Und, ne, Batterie nicht. Wo waren da drunter? Werkzeuge? Ah, hier, Gegenstände, Sauerstoffgenerator, veredeltes Metall, Ich wusste doch, dass ich relativ viel Metall brauchen werde. Ja, ich habe hier so gut wie fast kein Metall mehr. Auch kein veredeltes so richtig mehr. So, nehmen wir hier nochmal veredeltes Metall. Soweit erstmal kein Problem. Ich kann ja eigentlich auch nochmal gleich was trinken. Dann machen wir uns jetzt hier nochmal einen Sauerstoffgenerator. Plastik haben wir ja auch noch da. Und Batterie auch. Metall und Batterie wäre eine Sauerstoffkerze. Könnte ich auf jeden Fall auch nochmal eine hermachen. Dann habe ich die für die Station gleich mit drin. Dickes Isolierband und Aluminium fehlt noch. Aluminium. Das ist immer so das Problem. Habe ich noch irgendwo Aluminium? Ja, ich habe hier noch Aluminium. Hatte ich hier nicht auch dickes Isolierband? Genau. So. Ah, mal hier. Nächste Sauerstoffstation. So, mit dem Generator müssten wir ja die Sauerstoffstation wieder füllen können. Dadurch raucht der sich ja dann auf. Hoffe ich mal. Jetzt muss ich hier erstmal wieder essen und trinken. Machen wir jetzt hier wieder rein. Na, bis auf ein und ein kann ich ja mal aufessen hier. So. Sieht doch schon viel besser aus. Jetzt haben wir hier noch Alkohol. Alkohol schmeiße ich ja auch erstmal mit rein. Ne, halt, ich habe ja noch Wasser. Das kriege ich hier alles nicht mehr rein. Zu viel, zu viel, zu viel Wasser. Oder Eis in dem Fall. So, dann kann ich hier nochmal alles hiervon reinschmeißen.
Dann lasse ich mal eine Sauerstoffkerze übrig und auch nochmal Metall hier rein. Passt. Guck ich nochmal. Er machte das doch jetzt nicht mit Sauerstoffkerzen, oder? Ne, er macht das dann mit dem Sauerstoffgenerator. Optimal, das heißt, ich sollte mir eigentlich immer einen mitnehmen. Gucken wir mal. Ne, ich kann ja nochmal gucken, ob ich noch vielleicht irgendwo einen in den Köfferchen drin habe. Ja, ich meine, ich habe hier doch noch einen. So, einen haben wir dann nochmal als Reserve und wir haben ja jetzt auch ein bisschen Boost. Ich sehe gerade, mein Schaber hat sowieso nur noch 3 Haltbarkeit. Ich brauche nochmal 9. So, Ausrüstung, Werkzeuge, wo ist er? Handlicher Schaber, 3 Metall wandert immer. Ich brauche halt unbedingt, ich muss mehr Metall zerdeppern oder einsammeln. So, nehmen wir uns die 3 Metall mal raus. Dann einmal hier Ausstattung, Werkzeuge, handlichen Schaber. Optimal. So, und jetzt mal mit dem Booster runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir halten sogar die Geschwindigkeit bei. Das ist cool. Auch wenn es nicht weit ist, aber es ist wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit, was wir drauf kriegen. Und da zu den 600 möchte ich gerne hin. Okay, ich darf noch nicht jetzt. Muss zwischendrin halt auch ein bisschen warten. Ich gehe jetzt da runter oder ich gehe jetzt hier runter. Und ich würde mal sagen, ich gehe hier runter. Wo hole ich mir jetzt hier aber nochmal Sauerstoff? Muss ich zwar noch mal ein bisschen Pupse generieren, aber das passt schon. So, einmal Sauerstoff wieder auffüllen. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier unten irgendwie was haben. Weiß nicht, ob wir jetzt von außen oder von unten rangehen sollten. Ich fühle mich so schwerelos. Ich kann ja sowieso mal auf die 2 schon mal setzen. Irgendeine Flüssigkeit ist da raus. Das sieht aus wie Treibstoff. Der da raus ist. A large accumulation of toxic colorant has been discovered. If you find a container with this substance, you may receive irreversible brain damage and also improve the anti-radiation protection of the spacesuit. Okay. Sieht hier doch schon mal gut aus, dass ich hier irgendwo mein Ding einmal kurz hin installieren kann. So. Kann ich hier mal kurz auch wieder aufladen. So, Sauerstoff habe ich wie gesagt auch noch genug bei. Ich nehme jetzt nochmal... Na, das war verkehrt. Mach ich gleich. Jetzt lass mal hier gucken. Das ist einfach nur Farbe, okay. Bleiplatten. Die haben wir noch gar nicht. Natürlich ist mein Schaber jetzt instant im Eimer. So. Bleilackierung. Ah. So, alles kann ich ja hier nicht aufheben. Und dann nehmen wir hier gleich mal ein bisschen was mit. Das sieht aus, als wenn wir uns hier nicht in einer riesigen Lackiererei befinden, sondern im Bauch eines irgendwas. Na gut.
Dann haben wir auch nochmal Metall. Ich hoffe, es gibt da auch ein bisschen... Ja, ich weiß, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Wir gönnen uns ja schon eins nach dem anderen hier. So, da haben wir nochmal ein bisschen Blei. Ich nehme jetzt mal am besten so viel Blei mit, wie ich jetzt finden kann. Oder bis wir halt mal voll sind. Ich denke mal, das dürfte gut kommen. Weil ich meine, Blei brauchen wir irgendwie für die Anzugssachen. Mal schauen. Farbe. Okay, ich habe Farbe gefunden. Aha. Ui. Also Blei ist hier ordentlich zu finden. Riesige Lagercontainer. Ich will hier mal ein bisschen durchflitzen. So kleinere kann ich ja immer mal wieder mitnehmen. Na komm, einen Container können wir uns auch mitnehmen. Eigentlich liegt ja hier genug rum. Die Steuerung ist halt nur ein bisschen schwierig. Okay, ich glaube, das hier ist halt nur Blei, ne? So, schaffen wir es mit Boost. Rechtzeitig wieder zurück. Oh, der sieht gefährlich aus. Zumal wir sind auch relativ nah am Gefahrending dran, ne? Wir müssen, glaube ich, mal auch langsam in eine andere Richtung. Verdammt. Ne gut, es gibt ja Schlafen, also es geht. So, erstmal wieder auftanken. Ja, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Oh, bestimmt noch mal weitem nicht alles gefunden. Weil ist all ist endlos. Was haben wir denn hier? Nur Kleckse. Ja, liegt so ein bisschen abstrakt. Aber na gut, ich nehme hier jetzt erstmal alles mit, was ich jetzt hier irgendwie finden kann, bis er sagt, ich kann nichts mehr tragen. Ich weiß nicht, ob ich diese Farbe, die hier jetzt rumschwirrt, auch wirklich brauche oder nicht. Bestimmt irgendwann zum Lackieren oder so. So, kloppen wir hier mal alles kaputt. Ich sollte auch auf jeden Fall immer genug Metall mitnehmen. Damit das alles passt. Wer weiß, wie viel Metall wir nachher noch brauchen werden. Ja, ich weiß, Sauerstoff ist nicht so. Endlos wie gedacht. Jetzt sehen wir auch fast voll aus. Hier wird mir aber noch irgendwas angezeigt. Was ist das? Das ist doch da, wo wir das Schiff hatten, ne? Da haben wir also noch irgendwas noch nicht richtig entdeckt. Na gut. Gucken, ob wir da noch schnell genug hinkommen. Ich habe ja noch Kerzen bei. Wollen wir uns jetzt langsam sowieso auf den Rückweg machen. Aber ich habe Blei. Damit können wir dann halt, denke ich mal, die Strahlenanzugsrüstung so langsam bauen. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall ist da was. Ach, da sitzt noch einer.
Brauchen wir vielleicht von dem das Auge? He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Okay. So. Okay. Gerüchten zufolge können Schmuggler mit dem Netzhautscanner jedes Schloss öffnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen, aber wahrscheinlich mit ein paar Augen. Ich sollte es versuchen, da diese heruntergefallen sind. Ja, nehmen wir natürlich Schmuggler. Mhm. Und damit kann ich doch hier bestimmt... Habt ihr jetzt noch das Auge? Ah. Habe ich das Auge jetzt auch bei, oder? Oh. Bleilackierung. Ah, ich glaube, ich muss die irgendwie zusammencraften, oder? Oh, optimal. Da haben wir hier nochmal was gefunden. Dann sammle ich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr ein. Aber mehr ist jetzt hier auch nicht. Jedenfalls sieht das überall nach was aus, aber ist manchmal nichts. This shuttle is reconstructed for pumping paint from the liner tanks. Such paint sells for a lot of money on the black market, although smugglers are happy about their profit only for a short time due to the paint's toxicity. Na, ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr rein. Bisschen viel Farbe ausgelaufen. Aber na gut, jetzt wissen wir wenigstens wie. Ja, jetzt muss ich mal kurz mir ein bisschen Sauerstoff so zuführen. Dann nehmen wir da oben nochmal ein bisschen Metall mit. Machen nochmal das Werkzeug kaputt. Bevor wir nach Hause gehen. Ja, hier oben ist ja eigentlich nochmal ein bisschen Metall. Natürlich geht mir das Ding jetzt mittendrin kaputt. Mal kurz ein bisschen Sauerstoff nehmen. Und dann flitzen wir einmal heim. Müssten wir jetzt, glaube ich, mal auf die andere Seite gehen. Oder ich brauche nochmal Bleilackierung. Ne, brauchte ich jetzt Blei oder Bleilackierung? Ja, müssen wir mal gucken hier. Mal sehen, was uns der Werte Ressourcenkanister zu setzen. Ah, Farbe und Blei. Gibt Bleilackierung. Macht Sinn? Macht Sinn. Gut. Ausrüstung war das, ne? Bleilackierung, zweimal eine Stoffrolle und viermal Aluminium. Okay, eine Stoffrolle. Wir haben Stoff. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt auch eine Stoffrolle daraus herstellen kann. Doch, Stoffrolle kriegen wir hin. Aus viermal, genau. So, Ausrüstung. Was fehlt jetzt noch? Viermal Aluminium. Ich brauche einen Aluminium-Spot. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Aber the protection level against radiation is still insufficient for the flight to the evac point. You still need to improve the equipment or click exit game in the menu of your spacesuit, which will solve all your problems. Erweiterter Raumanzug. Der erweiterte Raumanzug ist derselbe wie der normale Raumanzug, mit Ausnahme der Bleilackierung für größere moralische Unterstützung gegen Strahlung. Nicht während der Schwerkraft verwenden. Ja, fühlt sich an wie jeder andere Anzug auch. Na gut, aber wir brauchen halt Aluminium. Wir könnten noch eine Bleilackierung machen, das wäre nicht das Ding. Aber ich habe halt kein Aluminium mehr. Na gut, können wir ja schon mal hier wenigstens zusammengesetzt eine Bleilackierung machen. Eigentlich könnte ich alle Bleilackierungen zusammensetzen. Wir hatten ja mehr Blei als Farbe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Lackierung für was anderes brauchen, aber ich brauche mal ein bisschen Platz. Ich hoffe, das ist jetzt keine Verschwendung. Weil wir können ja bei weitem noch nicht alles. So. Schon mal gut Platz geworden hier.
Stimmt, ich muss ja nochmal wieder mir neue Ausrüstung bauen. Neues, handlichen Schaberchen. So, der handliche Schaber. Sauerstoffkerze könnten wir uns eigentlich auch wieder aus Metall und Batterie machen. Ich habe ja noch eine Batterie hier. Da haben wir wenigstens nochmal eine weitere drin. Das Auge sollte ich ja jetzt, denke ich mal, behalten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es jetzt noch brauchen oder nicht. Schmeiße ich hier erstmal das ganze Metal rein. Das heißt, das Auge behalte ich jetzt nochmal bei. Wir können uns aber auch nochmal was zu trinken und zu essen gönnen. So, einmal Wasser nehme ich mir und ich nehme erstmal normale Nahrung. Noch sind wir nicht darauf angewiesen, andere Nahrung zu nehmen. Na, ich könnte noch mal ein bisschen was trinken. So. Jetzt passt das. Denn einmal ausruhen. Fertig. So sind wir jetzt wieder voll mit allem Möglichen. Und nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.